20-Jährigen das allerdings schnell langweilig wurde, besorgte er sich einen Nebenjob im Musikbusiness. Seinen Kick holt sich Rubino Cotier derzeit nicht am Fußballplatz. Er strebt auch keine Gesangskarriere an, aber in 14 Tagen veranstaltet er gemeinsam mit seinen beiden Freunden David und Martin erstmals ein Konzert. Auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko. Den Wiener Gasometer wird am 6. Mai Hitparadenstürmer Pitbull rocken. Ja, grundsätzlich bin ich immer der Urmusikfreak mit Rockmusik extrem und der Dave ist schon öfters zu mir gekommen und hat gefragt, wohin machen wir was? Und ich habe gesagt, gerne, aber was Cooles, was Großes. Und dann ist halt diese Möglichkeit gekommen, Pitbull nach Wien zu holen. Und noch dazu war ich lange verletzt und hatte ein bisschen Zeit noch gesagt, hey, machen wir das, eine coole Sache. Wenn du schon so lange verletzt bist, bist du im Kopf auch ein bisschen deprimiert und da ist das günstig gekommen, dass du ein bisschen eine Ablenkung gehabt hast. Warum die beiden erfahrenen Jungs den ambitionierten Kicker ins Boot holten, liegt ebenfalls auf der Hand. Ja, der Rubin kennt viele Leute kennen den Rubin, er ist eine Person, der in der Öffentlichkeit steht und wir sind ja alle noch jung, wir wollen alle noch unseren Spaß haben. Sozusagen hat er mich benutzt. Mit Erfolg. Party-Tiger Rubin Okotie macht seit Wochen, wie hier bei einem Fashion Club in Werbung, für sein erstes selbstorganisiertes Konzert. Immerhin haftet er im Fall eines Flops mit seinem schwer erkickten Privatvermögen. Wir haben das alles direkt aufgeteilt, ja. Dass jeder gleich haftet, ja. Negativ denken wir aber gar nicht. Erstens denken wir gar nicht negativ und zweitens wird das sicher eine super Sache, weil Pitbull ist dann total super angesagt und wer wird dann ein Riesenkonzert hinlegen und Wien rocken. Ja. Ganz im Pitbull-Style macht Rubino Cotier aber auch abseits von Clubbings Werbung. Ja, wir haben einen Hammer für Promotion-Zwecke genommen, 3 Wochen, wo unsere Mädels, unsere Promo-Girls drinnen sind, wo wir Flyer verteilen und dann lassen wir auch so stehen, ein bisschen Musik rennen, ist einfach ein Eye-Catcher, die Leute schauen, hey, Hammer, Pitbull, ist cool. Rubino Cotier nutzte die Zeit im Krankenstand, um sich ein zweites Standbein aufzubauen. Ob er damit auch so treffsicher ist wie beim Fußball, wird sich am 6. Mai im Wiener Gasometer zeigen. Rubin Okoti hat uns 2 Tickets für das Pitbull-Konzert dagelassen. Unter tv.orf.at/Chili können Sie die Karten jetzt gewinnen. Heute noch in Chili, Tutto Trisci.